Eine Runde. Tanglewood, fortgeschritten. Reports of Violence. So, was ich jetzt mache, wie es sich mit Tanglewood für Tanglewood gehört, ist nur so das Nötigste an Ausrüstung mitnehmen. Ganz viel davon. Und wir gehen ohne Taschenlampe rein. Notfalls habe ich zweimal Pillen, aber natürlich verwende ich die nicht. So, keine Taschenlampe. Das ist mein neuer Challenge-Modus für Tanglewood. Ein günstiges Licht. Ist ja nur fortgeschritten. Was soll da schon passieren? Krass, wenn dieses Zusatzgeräusch angeht, was halt wirklich nur sehr unterschwellig irgendwie hörbar ist, denkt man doch irgendwie, oh, der Geist hat jetzt irgendwas gemacht in dem Raum. Ich könnte hier mal in dem Badezimmer wirklich einen haben. Ich habe so oft Tanglewood schon gespielt, in dem Badezimmer hatte ich noch nie einen. Oder in diesem kleinen Abstellraum. Sind etwas verfranst. Die Schatten meine ich. Immer noch? Okay. Okay. Na, hier was. So, Fingerabdrücke wären heute mal ganz toll. Ich habe noch keine Fingerabdrücke gehabt. Gut, kann sich ja lohnen. Geil, man sieht nichts. Hast du gerade irgendwas gemacht hier? Na komm. Kann ja auch hier sein, dass du irgendwie zugange bist. Okay, da ist ja noch keiner. Ach, so schön dunkel hier. Aha, hier auch noch. Na, komm schon. Ich drei Beweisgeber, nicht ein Beweis. Ganz toll. Ein letzter noch. Okay. Also hier so in der Gegend würde ich aber sagen, macht zumindest schon mal Sinn, ein bisschen näher zu gucken. Hier irgendwas. Hier ist noch was runtergefallen. Okay. Hier Lichtschalter? Nein. Nein. Schritte. In der Küche ist sehr beliebter Geisterraum. Drei Räume schon geguckt. Schritte. Komm, gib's mir. Nee.
Okay. Dann. Es ist ein Vierer. Gut, lassen wir an. Irgendwas wird es ja hoffentlich mal geben an Beweisen. Dann richte ich jetzt mal mich in der Küche ein. Da hatte ich bisher so die meisten Sachen. Freie Auswahl. Bewegungssensor, oder? Nee. Einmal Buch, einmal Kamera. Und habe ich schon. Einmal Buch, einmal Kamera. Zweimal Buch. Dann sind wir nochmal gespannt, was es da so gibt. Wie viel? 3. Gefriertemperaturen. Sind die jetzt hier? Die sind jetzt hier. Dann kriegst du hier einmal ein Buch hin. Und das zweite Buch kriegst du hier hingeknallt. Hier habe ich keine Gefriertemperaturen. Mein Gott. Du bist echt nicht sehr entscheidungsfreudig. Packe ich das Ding halt hier hin. So, hast nur davon. Dann gucke ich hier halt auch noch mal nach. Hier habe ich auf jeden Fall Gefriertemperatur. Komm schon, das ist der vierte Raum. Du musst doch eine Geisterbox kommen. EVP, wie sie in der Serie Ghost Hunter sagen, wird in jeder Folge neu erklären. EVP steht für Electronic Voice Phenomenon. Okay. Ich bin überzeugt davon, dass ich keine Geisterbox mehr kriegen werde in dieser Runde. Gott, haben wir hier was? Nein, nein, nein. Ich habe zumindest Gefriertemperaturen. Viel besser kann ich es nicht platzieren. Dann Schritte. Ja, ich gucke jetzt erstmal hier so. Das mache ich auch mal aus. EMF wäre immer noch was. Buch wäre eine Möglichkeit. Ein Orb steht schon recht hoch im Kurs, würde ich sagen. Ich habe jetzt die Kamera erst zum ersten Mal aufgebaut, insofern wer weiß, in welche Richtung ich die halten sollte, wenn es einen Orb gibt in der Karte. Hier ist zumindest mal keiner. Schade. Bewegungssensor, Bewegungssensor, Bewegungssensor. Ein Buch? Nein. Einmal hier so. Einmal hier so. Und einmal. Ich mache jetzt erstmal wirklich hier so. Hier so, hier so, hier so, schon klar. Ich habe schon eine Kamera mitgenommen. Ich habe noch keine Kamera mitgenommen. Ja, dann hole ich das doch mal nach. Kann ich auch gleichzeitig mal auf die Bewegungsmelder schauen? Kamera, einmal Salz wäre vielleicht was. Und Bewegungsmelder. So, ich habe jetzt 3 Stück. Wenn du hier bist,
ist die Chance, dass du einen der Bewegungsmelder durchschreitest, schon sehr, sehr groß. Du hast in der Küche was runtergeschmissen. Im Utility Room hast du das Licht ausgemacht. Okay, was soll ich noch machen? Geister-Event. Oh, so ein Geister-Event wäre natürlich auch ganz toll. Es ist eigentlich sehr, sehr vorteilhaft, dass die Bewegungsmelder nur im Geisterraum auslösen. Das macht mich nicht schwach. Hier gibt es noch keine Gefrier. Gibt es hier eigentlich Gefrier? Ah, ja. Das Buch haben wir, Gefriertemperaturen haben wir. Oh, du könntest ein Dämon sein. Was zum Glück nicht so wahrscheinlich ist, weil du bisher nicht auf die Box geantwortet hast. Möglich ist es aber trotzdem. Ich baue das Teil mal hier auf. Das bescheuert Gefriertemperaturen hier in dem Raum, in der Küche nicht. Ins Buch hat er hier geschrieben. So, könnte wieder ein Jorei sein. Dann hier mal eins. Hier mal eins. Und wow! Manchmal erschrickt man von Real-Life-Sachen. Das ist immer sehr fies. Wo habe ich meine Kamera denn hingeschmissen? Nirgends. Okay, dann gucke ich jetzt noch einmal nach einem Orb. Wenn ich einen Orb habe, dann hätte ich einen waschechten Jorei und könnte wieder gehen. Naja, ausräuchern und so ein Scheiß. Muss man auch immer noch machen. So, ah ja, gerade bist du dadurch. Ne? Ich logge mal ein. Gefriertemperaturen im Buch. Gefriertemperaturen im Buch. Dämon Jorei. Dann wahrscheinlich Jorei. Das heißt, ich muss hier nur diesen Orb sehen, der sich ganz bestimmt hier befindet. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich gehe gleich mit dem Thermometer da rein. Oh, wir haben noch genug. Sanity. Könnte die Kameras mitnehmen. Geister-Event hatte ich jetzt auch noch nicht wirklich. Mit nicht wirklich meine ich. Hoch. Was damit? Und damit. So, damit habe ich hier alles abgedeckt. Das sind Vierer. Fünfer dürfte ich eigentlich auch nicht mehr kriegen. Was halt echt seltsam ist, dass ich. Oh. Was echt seltsam ist, dass ich hier die Gefriertemperaturen nicht mehr kriege mittlerweile, was total Sinn macht. Sondern die Gefriertemperaturen gibt es auch nicht mehr hier. Vielleicht ganz schön lange. Wo gibt es denn jetzt Gefriertemperaturen, bitteschön? Ich gehe gleich mit dem Thermometer durch. Manchmal wird man echt wahnsinnig gemacht hier in dem Spiel, weil einfach die Temperaturen total seltsam sind. Ich weiß noch nicht mal. Gut, in der Küche muss er eigentlich sein, weil dort hatte ich jetzt auch die Fußspuren. Ich hatte Bewegungsmelder. Das heißt, da werde ich jetzt auch ausräuchern. So, jetzt gucke ich nochmal nach einem Orb. Wenn es der Orb nicht ist. Sehr hell.
Hier ist mal nichts. Ja, nichts. Da hinten in der Mitte? War da was? Da links? Ich habe so zwei Stellen, wo ich was gesehen haben könnte. Da hinten, ganz da hinten ist er so wusch runter. Hier könnte man ein bisschen besser sehen. Auf jeden Fall ist der Geist da. Der Haupt ist super schwach zu erkennen. Und von hier aus sieht man ihn wieder gar nicht. Der war aber hier überm Tresen. Ja, so ein bisschen sieht man ihn. Aber echt ganz schwach hier so vorm Tresen oder hinterm Tresen in dem Fall geht er runter. Sieht man ihn? Gerade eben gesehen an dem Bild da entlang, an der rechten Seite. Komm noch einmal. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal einen Jurei. Heute sehr beliebt. Ich habe mich beschwert, dass es... Jetzt war er gut zu sehen. Okay. Orb. Jurei. Sehr gut. Und jetzt brauche ich noch einmal Räucherstäbchen. So, typischerweise, wenn man einen Jurei ausräuchert, geht das Licht aus. Ne, geht nicht. Wird er aktiv. Deswegen kriege ich dann mein Geisterfoto ganz schnell noch. Mein Geister-Event. Du kannst ruhig mit dem Telefon klingeln. Geister-Lady. So, schnell einmal so und so. Jetzt war ich ganz froh, dass ich drei Kameras dabei hatte, sonst wäre das mit dem Orb wieder super schwierig geworden. Ich hatte ja gestern auch das Problem, diesen blöden Keller, den Orb zu finden. Gott. Das bleibt bitte hier. Einige Friertemperaturen sind aber eindeutig hier. So, da läufst du gerne durch. Das Typische, dass Geister am Anfang immer etwas mehr machen. Und sobald man anfängt in deren Raum zu gucken. Ja, das wird kein Fünfer mehr. Machen sie nichts mehr, die blöden Geister hier. Na? So, es geht auf Mitternacht zu. Und ich will eigentlich nicht zu lange bis vor Mitternacht spielen. Aber ich hätte noch gerne dieses blöde Geister-Event. Das hast du ganz toll gemacht. Soll ich eine Kerze für dich anzünden? Kommt der Real-Life-Geist und sagt, ich muss aufhören, weil es geht ja schon auf 12 Uhr zu, wie ich gesagt habe. Der Geist jagt mich schon. Du kriegst noch 20 Sekunden, Geist. Also der andere. Huch. Sehe ich gar nichts. Ist auch doof. So, jetzt. Nee, sehe ich auch nichts. Habe ich denn die Kerze eigentlich hingeschmissen? Ist das die Kerze? Ah. Feuerzeug, Kerze an. Klonk. Jetzt nicht so viel. Warte. Besser. Da. Ah, man sieht nichts mit der Kerze. Ja, das ist ein sehr, sehr passiver Geist. Also,
lassen wir das Geister-Event Geister-Event sein. Wenn das jetzt nicht zählt, weil ich jetzt gerade weggerannt bin, blöder Geist. Wieso machst du das jetzt gerade? Hättest die ganze Zeit jetzt so viel Zeugs machen können und jetzt, wo ich wegrenne. So, ist mir jetzt egal. Letzte Chance. Na gut. Mal gucken, ob das wenigstens noch als Geister-Event gezählt hat oder ob ich schon so weit weg war. Und ich war zu weit weg. Das ist so unfair, weil Telefon zählt als Geister-Event. Na gut, aber ich habe meinen Yōrei. Mach nochmal schnell der Orb da hinten. Nein. Na gut, dann halt kein Geisterfoto und kein Geister-Event. Er war echt extrem passiv, leider. Okay, dann habe ich aber heute trotzdem ein paar schöne Runden gehabt, so wie sie es gehört. Und dann machen wir das nächste Mal wieder weiter. Bis denn. Ciao.